Hallo, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man das BIOS auf die Werkeinstellungen zurücksetzt und das Kennwort auf einem Computer und Laptop entfernt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Zurücksetzen von BIOS kann für Benutzer erforderlich sein, die sich mit den Einstellungen befassen möchten, wenn nach der Änderung der Einstellungen etwas nicht funktioniert oder gar nicht mehr funktioniert. Das Zurücksetzen des BIOS hilft auch in Fällen, in denen Sie das Kennwort zurücksetzen müssen, das zum Aufrufen von BIOS festgelegt wurde. Wenn Sie die Einstellungen im BIOS geändert haben und sicher sind, dass diese Änderungen Probleme mit Ihrem Computer versuchen, besteht die einfache Lösung für das Problem darin, die Einstellungen zurückzusetzen. Im weiteren Verlauf des Videos wird analysiert, wie das BIOS innerhalb der Benutzeroberfläche auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird und was zu tun ist, wenn ein Kennwort für den Zugriff auf die Einstellungen festgelegt ist. Bevor Sie das BIOS auf die Werkeinstellungen zurücksetzen, sollten Sie genau wissen, wofür es gedacht ist. In folgenden Fällen müssen Sie die BIOS-Konfiguration zurücksetzen. Wenn Sie das Kennwort zum Aufrufen des BIOS oder das Kennwort zum weiteren Starten des Betriebssystems zurücksetzen müssen. Wenn der Computer nicht stabil ist. Wenn der Computer das Betriebssystem nicht lädt. Wenn Sie die Konfiguration des BIOS-Setup-Einstellungen geändert haben, sich aber nicht sicher sind, ob Ihre Aktionen korrekt sind. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie das Kennwort in den Einstellungen des BIOS selbst zurücksetzen. Diese Methode ist geeignet, wenn kein Kennwort festgelegt ist und Sie die Möglichkeit haben, das BIOS-Setup aufzurufen. Um in den ersten Sekunden nach dem Einschalten des Computers auf die Benutzeroberfläche zuzugreifen, benötigen Sie eine der Tasten F1, F2, F8 oder Delete. Je nach Motherboard-Modell kann diese eine weitere Taste sein. In der Regel wird beim Starten des PCs die gewünschte Schaltfläche am unteren Bildschirm angezeigt. Wenn Sie alles auf dem Bildschirm richtig gemacht haben, sollten Sie ein Menü mit Einstellungen sehen. Hier müssen Sie ein Reset-Element mit einem Namen wie Load Default BIOS Reset to Default Factory Default Setup Defaults and Load Optimized Defaults finden. Es befindet sich normalerweise im Abschnitt Exit. Sie müssen nur dieses Element auswählen und Enter drücken und die Aktion durch Klicken auf OK bestätigen. Danach wird der Computer neu gestartet und die BIOS-Einstellungen werden auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt. Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in die BIOS-Oberfläche gelangen oder das gewünschte Element nicht finden können, lassen Sie uns herausfinden, wie Sie in diesem Fall vorgehen müssen. Für die nächste Methode müssen Sie die Gehäuseabdeckung entfernen, um Zugriff auf das Motherboard zu erhalten. Wenn Sie kürzlich einen PC oder Laptop gekauft haben, denken Sie daher darauf, dass das Öffnen des Gehäuses zum Erlöschen Ihrer Garantie führen kann. Befinden Sie keine Dichtung an der Systemeinheit, kann die Abdeckung entfernt werden. Mit dieser Methode können Sie nicht nur das BIOS zurücksetzen, sondern auch das Kennwort entfernen, um auf die Einstellungen zuzugreifen und das Kennwort, um das System weiter zu starten. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Verwenden Sie einen Jumper auf dem Motherboard, eine spezielle Taste oder entfernen Sie einfach den Akku. Beginnen wir mit der Batterie. Schalten Sie zuerst den Computer aus. Wann Sie sich mit einem Laptop handelt, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Akku. Entfernen Sie dann die Abdeckung der Systemeinheit oder die untere Abdeckung des Laptops. Wir müssen auf das Motherboard des Geräts zugreifen. Jetzt müssen Sie eine Batterie auf der Platine finden, die den CMOS-Speicher versorgt. Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus der Steckdose und setzen Sie ihn nach einer Weile
10-15 Minuten wieder ein. Danach sollte das BIOS auf die Werkeinstellungen eingestellt werden. Bei CMOS-Laptops kann der Akku über Kabel und einen speziellen Anschluss mit dem Motherboard verbunden und manchmal sogar gelötet werden. Wenn es verdraht ist, ziehen Sie diesen Stecker aus der Platine. Für den Fall, dass es gelötet ist, ist es besser, es nicht zu berühren, sondern die folgende Methode anzuwenden. Wenn Ihr Laptop modern ist, müssen Sie möglicherweise nichts abschrauben. Drehen Sie den Laptop um und prüfen Sie, ob die Aufschrift CMOS vorhanden ist. Wenn ja, sollte sich in der Nähe ein Loch befinden. Legen Sie eine Büroklammer oder etwas hinein und halten Sie sie etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Sie können auch den CLRTC-Jumper neben der Batterie sehen. Normalerweise befindet sich er in der Nähe der Batterie. Standardmäßig schließt der Jumper die Pins 1-2. Um BIOS-Einstellungen zurückzusetzen, müssen Sie den Jumper auf 2-3 Kontakte setzen. Ein wichtiger Punkt: Der Vorgang muss bei vollständig ausgeschalteten Computer ausgeführt werden. Sie müssen sogar die Steckdose ausstecken. Halten Sie den Netzschalter des Computers 10 bis 15 Sekunden lang gedrückt, wählen Sie den Jumper in der neuen Position befinden. Der Computer lässt sich nicht einschalten, da er nicht mit Strom versorgt wird, aber das BIOS wird zurückgesetzt. Danach können Sie den Jumper wieder an seinen alten Platz bringen und dann den Computer zurück zusammenbauen und einschalten. Kontakte können mit dem folgenden Namen signiert werden. Sie können sie jetzt auf dem Bildschirm sehen. Einige Motherboards haben möglicherweise nur zwei Stifte neben einem dieser Etiketten. In diesem Fall müssen Sie die Einstellungen zum Zurücksetzen mit einem leitenden Element schließen, wenn der PC ausgeschaltet ist. Dies kann beispielsweise mit einem Schraubendreher erfolgen. Ausführliche Informationen zur Verwendung des Jumpers zum Zurücksetzen des BIOS-Setup-Einstellungen finden Sie in der Dokumentation zum Motherboard. Premium Motherboards verfügen häufig über eine spezielle Taste Control CLR-CMOS, um dies zu tun. Wenn Sie eine solche Schaltfläche auf Ihrem Motherboard finden, klicken Sie einfach drauf. Die BIOS-Einstellungen werden zurückgesetzt und Sie müssen nur den Computer erstellen und einschalten. Abschließend möchte ich sagen, dass einige Laptop-Modelle einen anderen nicht flüchtigen Speicher haben, der im Prinzip mit herkömmlichen Methoden nicht ausgeschaltet werden kann. In einigen Fällen können Sie nicht auf ein Service Center verzichten. Um den Akku oder die erforderlichen Kontakte zu gelangen, müssen Sie den Laptop vollständig zerlegen. Wir haben ein Video auf unserem Kanal, das Ihnen dabei helfen kann, siehe den Link in der Beschreibung. Und noch ein wichtiger Punkt für einen Laptop. Wenn Sie die Kontakte geschlossen und dann alles gesammelt haben und das BIOS nicht zurückgesetzt wurde, müssen Sie Folgendes tun: Schließen Sie die Kontakte und lassen Sie sie nicht los. Schließen Sie das Netzkabel parallel an den Laptop an und schalten Sie es ein für 20-30 Sekunden. Schalten Sie dann die Kontakte aus und öffnen Sie sie. Vielleicht haben Sie danach Erfolg. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.